Noch ist es verhältnismäßig ruhig hier in den Tanzräumen des TV Hemsbach, aber gleich sind sie los, die Pinguine. Gemeint ist die Stepptanzgruppe Penguin Tappers, das internationale Aushängeschild des TV Hemsbach. Die Stepptänzer sind deutschlandweit bekannt und heimsen einen Titel nach dem anderen ein. Hier zu sehen sind junge Mädels, die zum Vortanzen eingeladen sind. Es geht um heiß begehrte Plätze in der ersten Formation. Eine, die den Grundstein für die Erfolge gelegt hat, ist die ehemalige Balletttänzerin Rachel Jackson-Weingärtner. Ich lebe zurzeit in Gelnhausen, so hinter Frankfurt, und ich komme ursprünglich aus Yorkshire in England. Ich bin hier als Cheftrainerin bei den Penguin Tappers und ich trainiere die erste Mannschaft und die Junioren-1-Mannschaft und habe ein Programm, wo wir darauf später zukommen, das Train the Trainer, entwickelt hier speziell für unseren Trainer. Zurück zum Anfang. Ganz klein hat es angefangen. Aus einer Tanz-AG im Gymnasium entwickelte sich 1988 die erste Tanzabteilung des Vereins. Am Anfang, vor 12 Jahren, hatten wir, ich weiß es nicht, 20, 30 Stepper. Jetzt haben wir 180 und natürlich entsprechend viele Trainer. 30 Trainer haben wir mittlerweile. Auftritte wie dieser hier aus der Anything Goes Show ließen nicht lange auf sich warten und gehören inzwischen zur Tagesordnung. Eine Profitrainerin musste her und in Rachel Jackson-Weingärtner glaubte man, sie gefunden zu haben. Das war im Jahr 2000. Ich habe gesagt, ich schaue mal das an. Wenn die da ein paar Probleme haben mit das, was ich mache, wenn die da Herausforderungen sehen, dann werde ich es vielleicht mal ausprobieren. Aber wenn ich da runterkomme und das ist nicht das, was ich mir denke, dann das war's. Das Training ist gut gegangen, das war sehr ungewöhnlich für mich. Nicht so ungewöhnlich, ich habe schon öfters fremde Leute unterrichtet, aber auch von den Leuten, es war total anderes Stil, was ich dem angeboten habe. Und da war so schon so eine gute Chemie da zwischen uns. Die Chemie stimmte also und seit 2001 ist Rachel Jackson-Weingärtner nun Profitrainerin. Die Formation hat sich inzwischen in der Weltspitze festgetanzt und 2009 gelingt der große Schritt aufs Treppchen. Weltmeister als erste deutsche Mannschaft überhaupt. Was hier so einfach aussieht, dahinter steckt sehr viel Arbeit. Talent allein, das reicht nicht aus. Um Spaß zu haben, müssen die es wollen. Es hilft nie, es ist egal, was für ein Hobby das ist, ob es mit Tanz zu tun ist, es hilft nie, wenn die Eltern das wollen. Wenn die Eltern sagen, ich will, dass mein Kind Ballett macht, ich will, dass mein Kind das macht, das hilft niemand. Und wenn die Kinder das Spaß haben, am Unterricht, am Tanzen, dann sind die gut gefördert. Und grundsätzlich, was die da mitbringen, da gibt es Kinder, die vielleicht nicht so ein Taktgefühl haben.
Da gibt es Kinder, die vielleicht nicht so beweglich, nicht beweglich sind, aber so von der Motorik. Aber das sind alle Sachen, was trainiert werden können. Und dadurch, dass wir auch sehr gute Trainer haben, ist das eigentlich am Anfang von einem 5-6-Jährigen ist da etwas für alle hier. Ich sage immer, das, was wir erreichen mit der ersten Mannschaft oder auch in der Zwischenzeit auch mit Junioren und auch mit den Kindern, wir kommen bei der Weltmeisterschaft immer an gegen Kanadier, USA. Den kanadischen Mannschaften sind vielleicht 800 Leute, die sich vorstellen und nehmen teil an Auditions, um eine von den begehrten 24 Plätzen zu machen. Die machen Ballett, Modern, Jazz, Steppen, jeden Tag vor der Schule ein paar Stunden, vor der Schule ein paar Stunden, nach der Schule gehen die dann weiter. Das ist für dem etwas, was den Lebenslauf braucht, wenn die sagen, die waren auf den Weltmeisterschaften, die haben irgendwelche Medaillen geholt, haben die am besten eine Chance, einen Job zu bekommen. Und ich sage mal so, dass wir da mit vorne mischen, ist schon eine sehr hohe Leistung, weil zu 99% die Leute, die wir hier haben, machen das alles als ein Intensiv-Hobby. Vom Januar bis zum Sommer haben die Gruppen 1,5 bis 2 Stunden Steppen und 1,5 Stunden Jazz oder 1,5 Stunden Ballett. Dann im Sommer haben wir dann ein intensives Trainingsprogramm, wo wir dann von Montag bis Freitag 15 bis 20 Stunden machen. Und dann ab Sommer geht es dann die heftigen Wochenenden, wo die dann Freitag, Samstag, Sonntags jeweils so 3 bis 4 Stunden Training haben, kommt drauf an die Gruppen. So, da ist schon so von September bis Dezember ist die Zeit. Aber das wissen die schon alle im Januar und die wollen trotzdem alle da mitmachen. Aber wenn die sagen, nach dem WM gibt es jetzt einen Schnitt bis zum Januar, jetzt haben die frei und ja. Stepptanzschuhe und hartes Training allein sind nicht genug. Der Verein ist auf die Hilfe von allen angewiesen. Das ist schon großer Aufwand, auf jeden Fall. Also ja, das kann man auch nicht im Alleingang machen. Da brauchen wir die Unterstützung der Eltern. Jedes Jahr neue Kostüme, manchmal sogar zweimal. Wenn wir eine Show machen, brauchen wir noch mehr Kostüme. Also die Eltern müssen da schon mithelfen. Und organisatorisch, die ganzen Meisterschaften, ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Ne? Wir bekommen einen kleinen Abteilungsbeitrag. Dann muss die erste Formation und auch Junioren haben Auftritte, die wir auch dringend nötig haben. Und das immer noch nicht ausreicht, machen wir regelmäßig entweder eine Show oder jetzt dieses Jahr haben wir die deutschen Meisterschaften ausgerichtet und kommen jetzt mit dem Geld wieder so 1-2 Jahre über die Runden. Christina Engelhardt ist ein Beispiel dafür, warum der Verein so weit gekommen ist. Unter dem Stichwort Train the Trainer sorgen die Stepptänzer des TV Hemsbach selbst dafür, dass ihnen die Übungsleiter nicht ausgehen. Train the Trainer habe ich, dadurch, dass ich eine Ausbildungsschule im Tanz gehabt habe, habe ich unheimlich viel mit Ausbildung, mit Pädagogik, Geschichte, Anatomie, Psychologie, wie man mit Leuten umgeht, wie man mit Kindern umgeht, des Lernprozesses. Das sind alle Sachen, was ich selbst gemacht habe in die Ausbildung und wo ich unheimlich viel mit Tanzmedizin unterstütze. Und als ich kam, die haben sehr viel Training gehabt, aber da war noch nicht so, jeder Trainer hat etwas für sich selbst. Und wir haben dann, als die Trainer dann auch jünger wird und ich wollte dann einfach so einen Grundprinzip aufbauen, wo alle Trainer dasselbe Level von Ausbildung haben. In wie man trainiert, wie unterrichtet man etwas. Die haben super, super krasse Arbeit gemacht, bevor ich gekommen bin. Und auch die ersten paar Jahre hatte ich das noch nicht angefangen. Aber die haben so alle so den eigenen Weg gefunden, etwas zu unterrichten, durch das zu sehen, was die Person davor gemacht hat. Manchmal hat es wunderbar funktioniert, manchmal war es den falschen Weg. Aber wenn man das nie richtig gelernt hat, es ist besser als gar nichts zu machen. Und dann habe ich diesem System, wir haben dann immer freitags, in der Zeit der Meisterschaften machen wir das nicht, aber ansonsten immer einmal die Woche. Und dann gehen wir durch Kindesentwicklung, wie ein Kind sich entwickelt, von der Motorik, von des ganzen Gedächtnis, wie die lernen, wie die Motivationssachen sind. Die lernen etwas über den Körper anatomisch, wie man sich aufwärmt. Und dann natürlich, wir gehen in die Richtung Musik, welche verschiedenen Musikstile es gibt, wie man die auseinandernimmt, wie man eine Choreografie zusammenstellt und wie man Schritten unterrichtet. Für das Modell Train the Trainer wurde die Tanzsportabteilung des TV Hemsbach mit dem Anerkennungspreis des Badischen Sportbundes Nord 2012 geehrt. Musik mit körperlicher Bewegung vereinen und die Füße als Instrument benutzen. Darin liegt die Faszination im Stepptanz
Und dieser Faszination erliegt schon fast ganz Hemsbach. Die Kinder sprechen in die Schule und meisten Städten oder Kleinstadt, die haben das Hauptsache, was ein Kind machen will, ist Ballett. Aber in Hemsbach ist es anders. Die Kinder kommen hier erstmal zum Steppen und vielleicht kommen die dann irgendwann mal zum Ballett. Es ist so hier so im Hemsbach so besonders schon, dass das Steppen ist das erste Anlaufpunkt. Da gibt es natürlich immer noch Kinder, die sagen, nee, wir wollen keinen Steppen machen und die kommen speziell zum Ballett. Aber im Vergleich so, du hast meistens in einer Ballettschule hast du 100% Ballett und vielleicht 20-40% Steppen. Und hier haben wir 100% Steppen, so vielleicht 40% Ballett. So, es ist so von den, ja, es ist anders hier. Es ist einfach so, wir sind ein Stepptanz, ja, wir sind Stepptänzer. Einmal im Jahr wird es ernst. Einmal im Jahr steht das Vortanzen an. Denn es gibt immer mehr Bewerber als Plätze in der ersten Formation. Es ist nicht immer einfach, den ambitionierten Hobbysportlern zu zeigen, dass sie eigentlich Leistungssportler sind. Die Kinder wollen es. Und es ist meistens das Problem mit dem Zeitmanagement. Zeitmanagement von Elternseite oder dass die Kinder dann, klar, wenn es geht so auf der Weltmeisterschaft bei den Junioren, die sind auch im Alter 12 bis 15, das ist ein Zeitraum, wo die entwickeln so dann Freunden und dies und das und jenes. Aber wir haben meistens eigentlich so 95% Glück, dass die wollen das. Und dann sind die auch bereit, dann nicht auf einen Geburtstag zu gehen oder nicht auf eine Feier zu gehen. Es ist schwer am Anfang, aber dadurch, dass es jetzt schon läuft, es ist nicht ein neues Programm, das aufgestellt wird. Wenn jemand in den Schule 1 kommt, dann waren die schon mindestens ein Jahr hier im Verein und die kriegen das mit, dass die extra Training haben, dass die das dann ernst nehmen, dass die Eltern unterstützen müssen mit den Kostümen und auch das ganze Trainingsaufwand. Es ist schwieriger, ich denke mal, wenn man jetzt das ganz neu von vorne aufbauen wird und dann erwarten, dass Samstag, Sonntags Training ist und ja, es läuft. Aber es ist auch schön, mit der Jugend zu arbeiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln, wenn die Schüler von klein anfangen und auf einmal in der ersten Formation sind, dann Trainer werden, was ganz viele machen. Es ist schon sehr schön. Auch die Leute dann, die nicht in die erste Formation oder in die Junioren 1 kommen können. Wir haben die Möglichkeit, die vielleicht nicht in die Auswahl kommen, dann mit Small Groups etwas zu arbeiten. Wir haben eine Junioren 2 Mannschaft, wo die auch sehr erfolgreich auf der deutschen Meisterschaft dieses Jahr war. Es ist schwer. Der Verein bietet aber nicht nur leistungsorientierten Tänzern die Möglichkeit, sich zu entfalten, sondern auch für jenes was dabei, die es nicht in die erste Formation schaffen oder die nicht ausschließlich steppen wollen. Dann bieten wir auch noch hier, wir haben moderne Kindertanz und Jazztanz. Hip-Hop haben wir jetzt seit neuestens. Wir haben neuen Hip-Hop-Kursen. Da ist die Bautanzabteilung und da ist ein junger Herr, der kommt rein, er macht auch Tai Chi. Und ich glaube, das war's. Stepptanz-Spektakel made in Hemsbach. Auch für das Jahr 2013 planen die Penguin-Teppers wieder eine neue Show. Und ganz bestimmt springt dann auch wieder der ein oder andere Titel raus.